Meine sehr verehrten Damen und Herren, Man of the Desert, so wird der diesjährige Kommunikatorpreisträger Dr. Stefan Kröppelin von der Zeitschrift Nature genannt. Mit über 60 Forschungsexpeditionen gilt der Kölner Geologe und Klimaforscher als führender Experte und Kenner der östlichen Sahara und speziell deren Klimageschichte. Die Berichte über Kröppelins Expeditionen lesen sich wie ein spannender Abenteuerroman. So schreibt zum Beispiel der Spiegel im Jahr 2013 über eine von Kröppelins Expeditionen zur Seenlandschaft von Uinaga, die wir ja gerade im Film schon gesehen haben. Ich zitiere: Solche Forschung inmitten der Sahara ist ein Abenteuer, das Durchhaltekraft erfordert. Der Diebstahl aller Pässe, eine lebensbedrohliche Bilharziose-Infektion, wochenlange Sandstürme, durch nichts ließ sich Kröppelin beirren. Auch als Einheimische plötzlich drohend in seinem Lager auftauchten, weil er mit seiner Bohrung die Jungfrau im See störe, gelang es ihm, sie zu beschwichtigen. Zitat Ende. Nach langweiliger Wissenschaft hört sich das wirklich nicht an. Wie schon erwähnt, beschäftigt sich Stefan Kröppelin in seiner wissenschaftlichen Arbeit mit der grünen Vergangenheit der Sahara. Nicht Sand, Trockenheit, widrige Lebensbedingungen haben vor 10 bis 5.000 Jahren das Gebiet der Sahara bestimmt, sondern beste Lebensbedingungen mit riesigen Flüssen und reichhaltiger Vegetation. Ein Gebiet, das eine Wiege der Menschheit ist und als Ausgangspunkt für die Besiedlung Europas durch den Homo sapiens gilt. Mit seinen geologischen und paläoklimatologischen Erkundungen hat Stefan Kröppelin Daten für die Klimaforschung gewonnen, die von unschätzbarem wissenschaftlichen Wert, unter anderem auch für die Klimasystemmodellierung sind. Seine einzigartige Datensammlung zum Verlauf der Vegetationsänderungen und auch der Besiedlungsgeschichte in der östlichen Sahara ist weltweit einmalig. Die von ihm erschlossenen Sedimente des Joassees im Nordosten des Tschad, die wir im Film ja gerade auch schon gesehen haben, geben zum Beispiel Auskunft darüber, wie sich zum Ende der Eiszeit vor rund 11.000 Jahren das Monsunsystem in Nordafrika vom Golf von Guinea ins Inland verschoben hat. Damit verwandelten sich Teile der Sahara in Savannengebiete und die afrikanischen Siedlungsgebiete des Homo sapiens haben sich in Richtung Norden ausgebreitet. Zur Sammlung dieser Daten reiste Kröppelin seit fast 4 Jahrzehnten durchschnittlich 1 bis 2 Mal pro Jahr für zum Teil monatelange entbehrungsreiche Expeditionen in die östliche Sahara, wo sich seine 3 spektakulären, wie wir ja auch gerade schon im Bild gesehen haben, Lieblingsforschungsobjekte befinden. Die eben schon erwähnten grünen Oasen der Uinanga-Seenlandschaft, die tiefen und daher auch heute noch grünen Schluchten des Ennedi-Massivs und das Tibesti-Gebirge, das größte Gebirge der Sahara mit bis zu 3.500 Meter hohen Bergen und gleichzeitig übrigens auch die größte Kraterlandschaft der Erde. Die Fragestellung, wie sich der Homo sapiens in Afrika ausgebreitet hat und vor gut 100.000 Jahren von Afrika nach Europa kam, ist eine von Herrn Kröppelins derzeitigen Forschungsinteressen. Forschung, die im Rahmen des SFBs 806 unser Weg nach Europa auch durch die DFG gefördert wird. Dazu unternimmt Herr Kröppelin aktuell Expeditionen zu den Tibesti-Vulkanen, Probenentnahmen von ausgetrockneten Kraterseen und die dort gefundenen Steinwerkzeuge aus der damaligen Warmzeit Ehm deuten darauf hin, dass es sich beim Tibesti um eine wichtige Durchgangsstation des Homo sapiens durch die damals ergrünte Sahara in Richtung Norden gehandelt haben könnte. Die Forschungsergebnisse von Herrn Kröppelin erscheinen in den besten Zeitschriften. Unter anderem hat er mehrere viel zitierte Artikel in Science veröffentlicht. Die Zeitschrift Nature feiert ihn als one of the most devoted Sahara explorers of our time. Stefan Kröppelin kann getrost als Nachfolger der großen deutschen Afrikaforscher des 19. Jahrhunderts wie Heinrich Barth und Gustav Nachtigall gesehen werden. Ein paar Worte zum Lebenslauf von Herrn Kröppelin. Er hat Anfang der 70er Jahre zuerst Informatik studiert,
zu einer Zeit, als diese Disziplin gerade erst im Entstehen war. Nach dem erfolgreichen Vordiplom hat er längere Reisen unternommen und dabei wohl das Interesse für seine wahre Berufung, die Geowissenschaften, gefunden. Ab 1979 studierte er dann Geographie und Geologie an der TU Berlin und der Universität d'Aix in Marseille und wechselte 1985 an den Fachbereich Geowissenschaften der FU Berlin, um dort mit einer Dissertation zum unteren Wadi Howa im Nordwestsudan im Jahr 1990 zum Doktorat zu promovieren. Seit 1995 arbeitet Kröppelin an der Forschungsstelle Afrika des Instituts für Ur- und Frühgeschichte an der Universität zu Köln. Dort leitete er unter anderem bis 2008 die Teilprojekte Sudan und Tschad des DFG-Sonderforschungsbereichs 389 zum Thema Kultur- und Landschaftswandel im ariden Afrika. Obwohl ausgezeichnete Forschung natürlich die Grundlage für die Kommunikation sein soll, die mit dem Kommunikatorpreis gewürdigt wird, steht die Vermittlung von Forschung und Wissenschaft an ein breites Publikum außerhalb der Wissenschaft im Vordergrund. Zu den Preiskriterien zählen unter anderem die Breite und Vielfalt der Kommunikationskanäle, die Originalität der Ansprache und auch die Nachhaltigkeit der Vermittlungsleistung. Stefan Kröppelins Bilanz bezüglich Breite und Vielfalt seiner Kommunikationswege ist besonders beeindruckend. Über 30 Fernsehsendungen, die bei großen Sendern wie ARD, ZDF, Arte, WDR, SWR, die Liste ist 30 Positionen lang, und vielen weiteren auf besten Sendeplätzen gezeigt wurden. Dabei stellt der Geologe eigenes Bildmaterial zur Verfügung und ist oft nicht nur für Idee und Konzeption der Sendung verantwortlich, sondern auch für die inhaltliche Gestaltung und Moderation. Besonders erwähnen möchte ich Kröppelins Auftritt im Tigerentenclub des SWR im Jahr 2006 zum Thema Die Wüste Wüste, in dem er Kindern leicht verständlich die Wüste und den Klimawandel erklärt hat. Wir werden ja vermutlich im Vortrag dazu gleich noch etwas hören. Schade, dass Donald Trump diese Sendung offensichtlich nicht gesehen hat. 20 Hörfunkbeiträge, die teilweise auch von nichtdeutschen Sendern wie Radio New Zealand oder dem US National Public Radio ausgestrahlt wurden, gehören ebenfalls zu dieser Leistung. 10 große Ausstellungen, die in über 30 Städten im In- und Ausland gezeigt wurden. Unter anderem auch die internationale Wanderausstellung der DFG zur Sahara-Forschung Das Wasser der Wüste, die allein in 17 Ländern gastierte. Über 50 nicht wissenschaftliche Artikel in Zeitungen und Zeitschriften wie Spiegel, Focus, aber auch New York Times, Wall Street Journal und Pravda, um nur ein paar wenige explizit zu nennen. Zusätzlich über 30 Magazinbeiträge, die Zahlen sind doch enorm, ja? Allein 10 ausführliche Berichte über seine Forschungsexpeditionen im populären Geo-Magazin und dessen ausländischen Ausgaben sowie im Geo-Lexikon in Millionen Auflage. Dazu kommen über 10 eigene Filmproduktionen und last but not least existiert seit Februar diesen Jahres ein multimedialer Internetauftritt zum Sonderforschungsbereich Our Way to Europe mit vielen Bildern, Videos, Blogbeiträgen, einem Expeditionstagebuch und verständlich aufbereiteten Informationen. Die vielen Beispiele sind Beweis für Kröppelins unermüdliches und kontinuierliches Engagement für die Wissenschaftskommunikation. Die Jury möchte insbesondere auch die internationale Strahlkraft und Wirkung des Engagements hervorheben. Der Erfolg seines Engagements ist aber natürlich nicht nur auf die Quantität, sondern sogar ganz besonders auch auf die Qualität und Originalität von Herrn Kröppelins Vermittlungsleistungen zurückzuführen. Herrn Kröppelin kenne ich als hervorragenden Redner, der sowohl ein Fachpublikum als auch die interessierte Öffentlichkeit zu fesseln versteht. So ein Gutachter.
Ich stand gerade unter der Dusche, beginnt er, und schon ist er mitten in einer Abenteuergeschichte. So stand es vor ein paar Jahren in einem Artikel über Kreppelin im Spiegel. Und ich bin davon überzeugt, dass wir uns gleich im Anschluss an die Preisübergabe selbst ein hervorragendes Bild der Qualität seiner Fähigkeiten machen können. Wie die großen Sahara-Forscher des 19. Jahrhunderts ist Kröppelin ein Universalist und kann gleichermaßen, ich zitiere wieder, über steinzeitliche Siedlungskreise, die ökologische Bedeutung solitärer Wespen oder den Neigungswinkel der sichelförmigen Wanderdünen referieren. Eine beeindruckende Breite. Besonders hervorheben möchte die Jury des Kommunikatorpreises aber auch die gesellschaftlich-politische Dimension der Vermittlungsleistungen unseres heutigen Preisträgers. Und das vor allen Dingen mit Auswirkungen auf die Länder der östlichen Sahara-Region. So haben zum einen Kröppelins Erkenntnisse über die afrikanischen Ursprünge Ägyptens und damit indirekt des Abendlandes zur Stärkung des kulturellen und historischen Selbstbewusstseins in Afrika beigetragen. Des Weiteren hat Kröppelins Arbeit aber auch eine wichtige politische Dimension. Er berät afrikanische Behörden, Institutionen und sogar Regierungen. Und diese hören sogar auf die Stimme der Wissenschaft. Wenn man die bedrückenden Entwicklungen und Schwierigkeiten bedenkt, mit denen wir derzeit auch in der westlichen Welt, in Amerika, aber auch bei uns in Europa zu kämpfen haben, Stichwort Alternative Facts und Evolutionslehre, ist das durchaus nicht als selbstverständlich anzusehen. Und wir sprechen hier nicht über Washington, Ankara oder Budapest, sondern über N'Djamena, Hauptstadt von Tschad, und Khartoum, die Hauptstadt von Sudan. Eine Region der Welt, die zu den ärmsten und durch politischen Unruhen am meisten beeinträchtigten Gebiete der Welt zählt. In einem solchen schwierigen Umfeld gelingt es Herrn Kröppelin, durch beharrliches Wirken das Vertrauen der offiziellen Vertreter zu gewinnen und für Wissenschaftler eigentlich verschlossene Türen zu öffnen. Als ein spektakuläres Ergebnis dieser Zusammenarbeit muss die Einrichtung von zwei Nationalparks, dem Wadi Hovar Nationalpark im Nordwesten des Sudans und dem Gilf Kebir Nationalpark im Südwesten Ägyptens gesehen werden, die beide von Kröppelin initiiert wurden. Der Wadi Hovar Nationalpark ist einer der größten Schutzgebiete insgesamt der Erde. Und wenn dies allein schon als enorme Leistung zu sehen ist, dann ist es noch viel beeindruckender, dass Herr Kröppelin maßgeblich an der Aufnahme von zwei Regionen der östlichen Sahara in die Liste der UNESCO-Welterbestätten als Initiator, Betreuer und insgesamt federführende und treibende Kraft beteiligt war. Der UNESCO-Welterbestätte Uyangaseen im Nordost-Tschad, das erste Welterbe des Tschad, das im Jahr 2012 in die Welterbeliste aufgenommen wurde, und der UNESCO-Welterbestätte Ennedi-Massiv im Nordost-Tschad, deren Aufnahme in die Welterbeliste im Jahr 2016 erfolgte. Und es gibt derzeit noch eine dritte Initiative dieser Art von Herrn Kröppelin, das Tibesti-Gebirge im Nordwest-Tschad, dessen Welterbestatus derzeit allerdings noch diskutiert wird. Aber es wurde ja gerade schon im Film angesprochen, dass durchaus Hoffnung besteht, dass auch dieses Gebiet ein Weltkulturerbe wird. Neben seinen wissenschaftlichen Preisen wurden ihm für sein sehr erfolgreiches politisch-gesellschaftliches Engagement sehr hohe Ehrungen zuteil. 2012 bekam er den fünfthöchsten Orden des Tschad verliehen, den Ordre de Chevalier du Tschad. Und seit 2014 ist Herr Kröppelin Ehrenmitglied der Long Now Foundation und seit 1998 Ehrenmitglied des Man and Biosphere Programs der UNESCO im Sudan. Ein Gutachter für den Kommunikatorpreis fasst die Verdienste von Kröppelin in puncto gesellschaftlich-politische Kommunikationsleistung wie folgt zusammen. Ich zitiere: Bei Herrn Kröppelin kommt hinzu, dass sein enormes Wirken in der internationalen Öffentlichkeit auch politisch von außerordentlichem Erfolg gekrönt ist. Die Anerkennung der Urinaga-Seen und des Ennedi-Massivs als UNESCO-Welterbe, die ersten beiden UNESCO-Welterbestätten des fünftgrößten Landes Afrikas, ist aus politischer, kultureller
und wissenschaftlicher Sicht kaum zu überschätzen. Darüber hinaus hat er durch sein internationales Engagement die Regierung des Tschads für die Unterstützung der Wissenschaften begeistert. Diesem Zitat ist nicht viel hinzuzufügen. Lieber Herr Kröppelin, mit Ihnen gewinnt in diesem Jahr ein Wissenschaftsdiplomat den Kommunikatorpreis. Sie sind ein wirklich überzeugender Preisträger, der diese renommierte Auszeichnung in beeindruckend klarer Weise verdient hat. Gratulation zum Kommunikatorpreis 2017. Ich würde Ihnen gerne die Urkunde überreichen. Kommunikatorpreis, Wissenschaftspreis des Stifterverbandes 2017. Das Stifterverband verleiht auf Vorschlag der Deutschen Forschungsgemeinschaft den Wissenschaftspreis 2017 in der Kategorie Forschung im Dialog mit der Öffentlichkeit an Dr. Stefan Kröppelin, Institut für Ur- und Frühgeschichte, Forschungsstelle Afrika, Universität zu Köln. Unterzeichnet von Herrn Großschneider und mir.